Guten Morgen. Erstmal Schluck trinken. So. Moin. Ja, ist Mittwochmorgen. Wir haben es jetzt 9.46 Uhr. Und das ist die Montagsfolge, mein Test. Heute mal etwas später. Ich gehe hier erstmal auffüllen. Ja, die letzten Tage war leider so ein bisschen wenig Zeit. Das heißt, dass ich jetzt heute erst dazu komme, aufzunehmen. Habe auch die Woche über überhaupt nichts machen können. Im Keller sieht es immer noch so aus, wie es aussah. Hat sich, wie gesagt, überhaupt nichts verändert. Da unten ist auch nichts weiter. Plan für heute weiß ich auch noch nicht. Was man natürlich mal machen könnte, ich mache hier mal ein bisschen zu vielleicht, dass wir hier vielleicht einen Eingang reinsetzen, dass man da dann irgendwo rauskommt, wobei jetzt natürlich interessant wäre, wo kommt man da überhaupt hin? Ich habe natürlich auch nichts dabei, mit dem ich jetzt da hin will, mich hingraben können. Na super. Das ist die Top-Vorbereitung, so muss das sein. Aber es ist ja auch erst früh am Morgen. Ich dachte mir, nochmal schnell aufnehmen, bevor der Tag dann so richtig beginnt. Einfach mal so ein bisschen, ein paar Folgen, ja, nicht ein paar Folgen, aber eine Folge zumindest mal aufzunehmen. Ich fange schon an, wie so ein Profi-YouTuber zu reden. Ja, ich nehme jetzt nochmal schnell ein paar Folgen auf und dann machen wir mal das und das und hier und da und da. Um Gottes Willen, nein. Ist alles live, alles echt und ich muss, glaube ich, erst ein bisschen Zeug holen. Ich vermute ja, wenn mich mein Bockwurst-Orientierungssinn nicht verlässt, dass wir hier hinten irgendwo rauskommen werden. Aber das wird sich dann gleich mal zeigen. Erstmal ein bisschen gucken, dass wir hier... Ach, und Cobblestone habe ich dann. Dann kann ich das dazu machen. Okay. Also da war ich auf jeden Fall schon mal... Aua. Schon mal irgendwann. So. Okay. Ja, das muss dann hier weichen, aber man sieht, ich habe es tatsächlich so gemacht, das Glauglas mit ein bisschen Abstand dahinter gesetzt. Ein bisschen kann man es, glaube ich, auch erkennen an den einzelnen, Abschnitten hier. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Gut, doch, graben wir uns hier mal hoch, mal gucken, wo man rauskommt. Dann wird der Eingang zum Keller einfach quasi nach außen gesetzt. Ich befürchte... Na komm. Ja, scheiße, es ist mitten... Mitten im Restaurant, sehr gut. Hat sich soeben erledigt, würde ich sagen. Schön. Gut zu wissen, also da kommen wir nicht raus. Nein, so kann ich nicht arbeiten. So. So. Gut. Also, Plan 2. Erstmal hier wieder ordentlich machen. Was wird das denn hier eigentlich? Achso, hier war das, okay. Ja, das lassen wir dann mal so, wie es ist. Da muss man keiner wieder hingehen. Ja, schon mal ganz gut geklappt, ne? Gut, ich dachte, der Keller wäre ein bisschen größer, dass man da an der Rückseite rauskommt. Was natürlich gehen würde, wäre mit so einem Eingang sich quasi hier als Gang
irgendwie von diesen Abschnitten hier, diese Kästchenabschnitte, einfach zwei, drei reingehen und dann von außen irgendwie dran kommen. Aber gut, gucken wir doch mal von außen mal nach. Hier vorne wollte ich jetzt ungern irgendwie reingehen. Was natürlich auch gehen würde. Ja, man kann hier schlecht ansetzen. Jetzt hätte ich gesagt, wir setzen hier einfach noch an, aber das passt dann hier mit dem Rest vom Haus ja nicht mehr. Wird aber tatsächlich schon gern irgendwie auch von hier außen rankommen können. Ich glaube, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Oder hier von der Seite dann eben entsprechend. Oder von, dass man von hier unten irgendwie reinkommt. Das wäre natürlich auch ganz geil, ne? Dass man hier unten irgendwie so einen Eingang hat. Wäre halt ein relativ langer Gang, wenn das wirklich von hier unten angesetzt. Hier unten drin, dann da ins Haus rein. Ich glaube, das probieren wir mal aus. Da links. Ja, hier ist nämlich auch ein bisschen größer und hier hinten ist ja quasi schon so ein Durchgang. Dass man von hier, da müsste aber immer außen rum gelaufen werden. Ja, das könnte hier der Haupteingang sein und dann machen wir hier irgendwo in der Nähe einen kleinen Nebeneingang, dass ich leicht in den Keller reinkomme. Das soll ja nicht nur gut aussehen, soll ja auch irgendwie was bringen. Ich würde mal sagen, gucken wir doch mal, wo man da rauskommt. Dass wir schon auf der Höhe machen. Doch, ich glaube, das ist hier gar nicht so schlecht. Dann hat man hier nämlich auch gleich einen Zugriff zum See. Es soll ja nicht das einzige Haus jetzt, na, wenn es sich denn irgendwann wieder aufbaut. Das soll ja hier nicht das einzige Haus bleiben, sondern ich wollte schon irgendwie das Ganze ein bisschen erweitern, wollte mich dann auch so ein bisschen hier Richtung See orientieren. Das heißt, wenn dann hier der Eingang ist... ich glaube, so schlecht ist das dann gar nicht. Gucken wir mal, wie das hier von unten dann aussieht. Vor allen Dingen, wo man da dann rauskommt tatsächlich. Da ist Licht. Was mache ich denn da? Aber das ist ja hier wie gewollt. Wie gewollt auf Seeebene. Gut, hier das Ding muss natürlich dann zu, das geht so nicht, aber... Na komm, ey. Schönen Eingang reinbauen, irgendwie so einen Tunneleingang. Ich glaube, das wird ganz geil. Ja, du hast dann so eben dich erledigt. Du hast dich auch mal erledigt hier. So, da haben wir nämlich hier einen Gang. Ja, eben von oben nochmal zumachen wieder. Na, wie keine Erde mehr. Ach, ist doch scheiße. Also, der wird natürlich drei breit. Oder halt eben so breit, wie er breit werden muss. Schau mal eben. Der wird sogar vier breit. Von hier bis hier. Gut, dann kann man es dann immer noch anders machen. Ja, dann wird das ja hier quasi auch so ein Wandelement. Das nämlich hin hier. 1, 2, 3, 4. Da wird ja sogar 5 breit. Meine Fresse, es wird ja immer mehr hier. So. Oh, keine Äpfel mehr. Was war das denn gerade für eine Aktion? So.
zack, zack. Lassen wir das mal so. Dann kommt man hier unten raus. Das ist eigentlich ganz geil, ne? Jetzt habe ich mir natürlich nicht gemerkt, wie das hier weiterging. Ach, da muss man hier auch noch irgendwie eine vernünftige Lösung finden. Ich meine, hier ist eine Säule. Kommt hier auch eine Säule hin? Irgendwie als Torabschluss dann. Das kann hier erstmal weg. Wohl. Das ist hier, das ist hier, das sind drei. Das haut doch wieder nicht hin hier, ne? Das sind nämlich drei und die Treppen. Hier sind es nämlich nur zwei und dann ist nämlich hier, es muss alles noch einen weiter nach hinten. Dann haut das nämlich hier auch mit den weiteren Treppen hin. Das ist nämlich genauso breit wie der hier. Und dann passt das. So, Della. Moment. War das jetzt scheiße oder war das jetzt, Scheiße, das geht nämlich doch nicht hin. Hier ist die unterste Ebene. Da wäre man nämlich ein zu tief. Scheiße. Ach, verdammt. Ah. Gut, dann muss da einfach irgendwo eine Stufe rein. Das geht schon. Gleich mal, wie das dann aussieht. Ja, wie gesagt, also das ist jetzt quasi der Haupteingang in den Keller. Da muss natürlich noch entsprechend, hatte ich ja gesagt, noch irgendwie so ein Nebeneingang rein, dass ich nicht jedes Mal komplett außenrum laufen muss, wenn ich in den Keller will. Das ist ja auch irgendwie scheiße. Aber da denke ich mir doch noch mal was aus. Das mache ich dann wahrscheinlich auch ohne aufzunehmen und präsentiere euch beiden das dann nächste Woche. So. Wie hoch wollen wir das denn machen? So extrem hoch wäre natürlich, wenn wir das hier einfach, wird das einfach weitergehen. Hier habe ich übrigens immer noch nicht das Glas reingesetzt. Ja, ne? So viel dazu. So, da kommt dann der ein weiter rein. Moment. 2-2. 2-2, das heißt, da würde dann die... Haut das doch da oben nicht mehr hin, oder? Bin ich jetzt völlig durchgeknallt hier? Ach, was soll's. Erstmal die Seite hier. Dann lege ich da gleich unten erstmal Cobblestone rein. Tja, ich habe nicht so ganz zu viel zu erzählen gerade, wie gesagt. Es ist noch relativ früh am Morgen für meine Verhältnisse. Es ist jetzt 9 Uhr geworden gerade. Aber wie schon angesprochen, ich wollte einfach die Zeit einfach einmal kurz nutzen, um dann doch nochmal schnell eine kleine Aufnahme zu starten. Ich mache auch gar nicht so viel heute, baue das jetzt hier entsprechend einmal so weit aus, dass man hier längs laufen kann. Und alles weiter mache ich dann sowieso ohne Aufnahme. Und dann halten wir uns hier mal so ein bisschen an die selbst aufgelegte Begrenzung von 20 Minuten. Die ist dann auch bald erreicht und dann ist das Thema dann auch erstmal erledigt für diese Woche. Aber keine Sorge, nächste Woche Montag geht's dann ja schon weiter. Sind auch nur 5 Tage bis dahin. Und ich hoffe, ich schaff's dann auch mal zu den Zeitpunkten aufzunehmen und zu veröffentlichen, die ich mir selbst irgendwie angegeben hatte.
Ja, das wäre hier, ne? War sinnvoller. So. Muss eh noch irgendwann schön gemacht werden. Und dann ist es okay. Ja, weil wollte ja immer meinen Test am Montag rausbringen. Das ist jetzt ja inzwischen eher der Dienstag geworden. Nichtsdestotrotz will ich am Montag dann schon irgendwie festhalten. Und dass diese Folge jetzt hier am Mittwoch kommt, zeugt eigentlich nur davon, wie viel ich von den Zeiten halte, die ich mir aufgelegt habe. Das muss ich zeigen. Also ich werde da schon irgendwie eine Möglichkeit finden, das sinnvoll zu machen. Gut, die hält auch nicht mehr lange hier, die ist bald durch. Aber dann haben wir ja hier noch ein bisschen Erde. Jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich das hier, dass man hier ein tiefer gehen muss. Schade, ich dachte, das kommt genau hin. Hier muss auch noch raus, ne? Gleich durch. Siehst du, das war's. Aber ich müsste ja eigentlich hier mal kurz auffüllen. Ich müsste ja eigentlich noch haben. Jetzt habe ich keine Holzstöcke mehr. Mal so. Holz habe ich natürlich jetzt auch keins dabei. Mensch, wieder top vorbereitet hier. So. So. Ja, komm. Egal. So, und wieder raus. Ups. Auch hier schön die natürliche Lichtquelle. Ne? Ja, da muss ich mal gucken, was ich mit denen mache, ob ich die hier so... Ist auch scheiße hier. Wie gesagt, ob ich jetzt die hier so lasse oder ob ich dann noch irgendwie was mitmache. Aber abbauen wollte sie jetzt nicht. Ich meine, das geht natürlich, aber das lasse ich einfach mal. Hier ist eine, da ist eine. Da hinten, hier in dem Bereich, war auch noch irgendwo eine. Ich lasse die erstmal. So. Aber irgendwie integrieren wollte ich sie dann schon noch. Wie genau, muss ich mir nochmal angucken. Aber irgendwie wird das schon gehen. So, jetzt kommen wir langsam so in den Bereich. Wo es dann schwieriger wird. Da kommt so einer rein, ne? Erstmal hier wieder Steine draus. So. So, dann kommt hier die Säule hin. Hier kann man doch auch eine Säule hin machen, ne? Dann wird das hier quasi so einmal von der Säule umgeben, wenn man so will. Erstmal hier die Treppe ransetzen. War doch so, ne? Das ist hier zu... Drei und dann die Treppen. Wieso sind das hier eigentlich nur so wenig? Und hier. Drei und die Treppen. Drei. 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 Hier ist wahrscheinlich einfach nur enger. So. Ja,
drei und die Treppen, das ist natürlich jetzt einer zu viel. Alter, ich bin aber auch ein Idiot, das ist gar keine Treppe, ne? Ich bin übrigens gleich tot. Das lässt sich aber nicht vermeiden. Ich hab jetzt keinen Bock zu suchen. Ach, das ist übrigens das rote Paradies. Ne? Schön eingerichtet, sogar ein Bild an der Wand. Ja. Wer übernachten will, sagt Bescheid. Gut. Es ist nämlich wieder voll. Und dann kann es jetzt nämlich weitergehen. Ach, 20 Minuten sind übrigens erreicht. Aber das wollte ich dann doch jetzt eben noch kurz zu Ende machen. Ah, das ist nämlich hier so einer. So. Genau. Die drei und dann jedes Teil. Da kommt dann die Säule ran. Das heißt, hier kommt auch noch einer hin. Hier kommt eine Treppe dran. Da gehen dann die Slabs hoch. Ja, mit dem Drücken ist auch nicht mehr so, ne? So. Ah, so langsam nimmt's Form an. Da oben kommt eine Treppe dran. So. Na, dann passt es nämlich hier auch mit der Doppelkiste. Gut. Das wäre die Seite. Das heißt, an der Seite kommt eine Säule dran. Da brauche ich noch einen von den kleinen Steinchen. Brauche ich wahrscheinlich sogar zwei von. So. Ja, natürlich kein Schraubendreher dabei. Aber das sollte doch auch so irgendwie klappen. Ah, wo ist er hier? Nein. So. Nur siehst du, passt doch. Jetzt ist natürlich die Frage. Wenn das hier so ist mit der Säule, bis noch. Mache ich das dahinter offen oder zu? Als wäre ja rein der Logik her, müsste ja hier diese Wand auch noch weg. Damit das dann hier am Boden weitergeführt werden kann. Kann halt hier dann nicht weitergeführt werden. Ich mache hier erstmal das hin, wie sich's gehört. So. Kann dann halt hier nicht weitergeführt werden. Oder ich lasse es so zu. Setz hier von diesen Steinchen quasi so. So das hier an die Wand und hier genauso. Ahahaha, und dann müsste dahinter. Die gibt's aber nicht als Slabs, diese Steine hier. Ne? Das müsste dann ja hier an die genauso gelegt werden soll wie hier. Dann müsste das ja quasi hier nach vorne, also diese Steine. Moment, wie ging das denn noch? Nein. Brauchen wir uns die per Hand. So. Die müssten dann ja quasi nach vorne. Und hier hinter müssten dann diese hier als geschlossene Steine dann hier mit dran. Dass es quasi hier bündig ist und hier bündig ist. Das ist wahrscheinlich mit dem Licht erstmal total scheiße, weil die so ein bisschen anders reflektieren, diese Dinger. Und die gibt's wahrscheinlich auch gar nicht als Steine. Ich werde mir dann zur nächsten Woche mal eine Lösung ausdenken, werde ich die dann mal präsentieren und ich hoffe, bis dahin bleibt ihr mir gewogen. Es ist mir jetzt auch egal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis nächste Woche. Tschö!